Der Michi hat sich so toll gemacht, als er einmal den Fritz vertreten hat in diesem Video über die besten kostenlosen Spiele, die ihr euch gerade sichern könnt und vielleicht sogar behalten dürft in manchen Fällen, dass wir ihn unbedingt nochmal holen wollten. Hallo Michi. Hallo Maurice, man könnte sagen, die Gelegenheit ist günstig, um nicht zu sagen billig. <laughs> oh, oh, Kostenlos. das, das man, man, man merkt, dass der Michi auch immer eifrig ist, hier mitzumachen, weil ja. er sich immer irgendwelche solchen komischen Sprüche schon extra zurechtlegt. Es hat auch gar nichts damit zu tun, dass Fritz heute frei hat oder sowas. Wir finden dich auch so toll, Michi. Früher oder später hättest du eh die Gelegenheit wieder bekommen. Einfach, weil wir dich mögen. Das freut mich sehr. Maurice, ich glaube, <laughs> oh. heute ist der Tag deines Triumphes. Oh ja. Eines der Spiele, über das wir heute sprechen wird für mich quasi was ganz was neues sein. Möchtest du sagen, was das, das große gratis Spiel diese Woche ist? Ja, also nachdem letztes Mal Epic halt irgend so ein komisches Ballerspiel verschenkt hat, das angeblich <laughs> ganz erfolgreich sein soll, habe ich mir sagen lassen, gibt's diesmal gute Strategiekost Civilization 6. Also man muss echt sagen, Epic feuert gerade wirklich aus allen Zylindern. Mhm. Und äh Du, Michi, hast ja noch keinen Civilization 6 hast du überhaupt schon mal ein Civilization 6? Nee, gespielt? eben noch nicht. Ich habe mich noch immer gewehrt keins. und immer mit so, mit so hanebüchenden Ausreden. Ja, aber das kostet ja noch irgendwie 10 Euro oder so. Das kann ich <laughs> ja jetzt nicht ausgeben. Und Tja, jetzt ist das geschenkt. Da Muss kommt jetzt Epic daher. Also, ich finde, du musst das jetzt machen. Civilization ist, äh, ist halt einfach das Rundenstrategiespiel. Und wenn man kein anderes gespielt hat, das zumindest sollte man, denke ich mal, gespielt haben. Allein auch, um mal zu sehen, ey, vielleicht bin ich ja eine dieser armen Seelen, die genau in diesen nur noch eine Runde Suchtsog verfällt und mein ganzes Wochenende damit verbringe jetzt. Und dann ist das doch gut verbrachte Zeit. Ich, ich bin gerade schon auf dem Store drauf. <laughs> ich mach's jetzt. Ich klick jetzt. Civilization 6 war auch ein sehr schöner Serienteil, der hat einige coole Neuerungen gemacht, wie äh, dass man Städte jetzt mehr mit, mit Distrikten ausbaut, die auf der Karte tatsächlich sichtbar sind. Ähm, man muss zwei Sachen sagen. Zum einen, das Ding hatte zum Release keine tolle KI und hat immer noch keine tolle KI und löst das eher so damit, dass die auf höheren Schwierigkeitsgraden immer mehr Boni bekommt. Was? Ja, das dreist. Ist, äh, und zum anderen ist natürlich wie hinter vielen Gratisaktionen, Steckt dahinter natürlich Kalkül. Die wollen, dass ihr euch A. dann die Add-ons kauft und B. vor allem wahrscheinlich jetzt den neuen Season Pass, den zweiten, der jetzt mhm. frisch angekündigt wurde. Die Add-ons sind auch was, also Brauch man ich kann es. Das das, man braucht es, also man sollte es haben, sage ja. ich mal. Man kann auf jeden Fall mal jetzt Ziff 6 auf jeden Fall mal eine Partie spielen. Einfach mal gucken, taugt dir dieses Spiel? Mhm. Ist das cool? Ähm, die Add-ons typischerweise bei Ziff. jedes Ziff hat immer erst mit seinen Add-ons wirklich sein ganzes Potenzial äh, entfaltet. Das gilt auch wieder für ZIF-6. Man braucht sie nicht, um überhaupt Spaß damit zu haben. Aber wenn man dann feststellt, okay, ich habe Spaß damit, dann lohnen die sich auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, den Season Pass, diesen neuen jetzt, mhm. eher nicht unbedingt. Der okay. enthält eher so recht viele kleine Erweiterungen wie jetzt hier mal. Das ein oder andere neue Volk und so, aber das Ding hat eh schon haufenweise Völker, gerade wenn du die beiden Add-ons hast. Äh, ja. Das ist eher nett zu haben, würde ich sagen. Und auf jeden Fall ist Civ 6 auch in seiner Grundform, denke ich, einfach ein gutes Spiel, um mal zu gucken, taugt dir das, diese Art von Rundenstrategie. Es ist tief, komplex, cool, vielleicht nicht unbedingt immer super leicht zu lernen, gerade wenn man ganz tief einsteigen will, aber es kann dich wirklich sehr. In seinen, in seinen Suchtzug reinreißen, wenn man Na das toll. lässt. Also viel Spaß damit. Adieu, liebe Welt. Ich, ich bin da mal weg. Noch eine ja. Runde spielen. Wir ja, müssen ist, ja noch andere Spiele besprechen. Das stimmt, aber ist doch schön, dass wir diese, äh, diese Sachen hier immer am, zum Start des Wochenendes aufnehmen, Michi. Du hast jetzt so viel Zeit, die du in Ziff investieren kannst. Ich glaube, ein Wochenende äh, wird nicht reichen. Nee, nee. Äh, übrigens, äh, der, der René hat sich das Ding vor zwei, drei Wochen, glaube ich, erst gekauft. Äh, <laughs> das, äh, und äh, zwar nachdem er unseren Stream gesehen hat dazu, den wir mit äh, Pete's und den Rocket Beans und Bonjour gemacht haben. Ja. Und da wird es am Dienstag wieder eingeben. Oh. Äh, wieder Dienstag 16 Uhr bei uns spielen wir erneut mit Nils von den Rocket Beans, mit Pete's und weiteren Pete's. Äh, und äh, versuchen Revanche zu nehmen dafür, dass Pete letztes Mal uns alle als Weltpapst unterjocht hat. Äh, <laughs> und äh, da ist doch auch das jetzt die perfekte Gelegenheit, dann wisst ihr schon mal, was ihr da seht, wenn ihr das Spiel jetzt am Wochenende schon mal gespielt habt. Ähm, ansonsten, wenn ihr gar keinen Bock auf Rundenstrategie habt, vielleicht habt ihr Bock auf Weltraum. Ja, Maurice, und ich hab <laughs> Bock auf Weltraum, was gibt's denn da? Da gibt's äh, Star Citizen. Es ist mal wieder eine Free Fly Week, das halten die ja regelmäßig ab. Mhm. Man kann bis zum 1. Juni äh, im Rahmen der Invictus-Woche äh, das Spiel ausprobieren. Mhm. Die läuft diesmal ein bisschen komischer ab als sonst, weil es eine ingame schiffsmesse gibt, die okay. man mit seiner Spielfigur besuchen kann. So wie die Und da Woche, werden... so was. <lacht> Genau. <lacht> Und da werden jeden Tag Schiffe ausgestellt. Die man dann fliegen kann, gratis. Aber mhm. da muss man eben tatsächlich physisch hingehen mit seiner Figur. Wir haben auf Gamestar.de einen Artikel, den können wir euch hier auch verlinken, ähm, wo ihr das findet. Also, wie ihr da genau hinkommt, wie diese äh, Free Week abläuft. Ähm, zu Star Citizen selbst, glaube ich, muss man gar nicht mehr so viel sagen. Es ist inzwischen. Schon vor Release eines der finanziell erfolgreichsten Spiele und eines der teuersten Spiele aller Zeiten, yep. weil es einen Crowdfunding-Rekord nach dem anderen bricht, in, in absurden Ausmaßen. Ich erinnere mich noch, wie damals sich Leute gefreut haben: Wow, Pillars of Eternity hat vier Millionen oder sowas abgesahnt. Ich glaube, Star Citizen hat die 300 Millionen inzwischen geknackt, oder wenn nicht, ist es zumindest kurz davor. Es ist mehr oder ähm, weniger das. Äh gelungene Experiment, in dem Chris Roberts bewiesen hat, wie es ist, wenn man ein schwarzes Loch erschafft und dann da <laughs> Geld reinkippt. <laughs> ja. So ist das. Irgendwann wird es bestimmt rauskommen, wenn ja. ihr aber schon mal wissen wollt, was bislang mit diesem Geld passiert ist, dann könnt ihr das jetzt tun. Gute Idee, jedenfalls. ist also auf Gamestar.de, schaue ich mir den Artikel nochmal an, um rauszufinden, wie ich da genau hinkomme. Ein ähm, anderes Spiel, was jetzt dieses Wochenende kostenlos ist, das ist eins. Meiner frühesten Steckenpferde, weil ich das vor 100 Jahren mal gespielt habe, nämlich Day -Z oder Day Z. Das gibt es dieses Wochenende kostenlos auf Steam, also noch bis zum 25. Mai. Und wer jetzt gar nichts damit anfangen kann, das ist mehr oder minder die, die Mutter des survival spiel und danach auch des Battle-Royale-Spiel-Booms also Spiele, in denen man irgendwo in der Pampa liegt und aus 100, Metern, 100 Kilometern erschossen nee. wird und nicht so genau weiß, warum eigentlich. Also, das spiele ich doch nicht über Civilization. <laughs> ja, es ist, es ist nicht unbedingt gnädig zu Neueinsteigern. Das Spiel hat über die Jahre schon so seine schweren Phasen durchmachen müssen, auch was da hinter den Kulissen alles abgelaufen ist, hat aber viele, viele neue Features bekommen und die kann man jetzt eben alle ausprobieren, wenn man das jetzt eben an diesem Gratis-Wochenende spielt. Im Kern geht es darum, auf einer Insel zu überleben. Und diese Insel ist Cernarus, die ist halt riesig. Also, sie sprechen von 230 Quadratkilometern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht ausgemessen, aber das ist halt so der, der Werbeclaim. Und das Besondere ist eben, man muss da wirklich wissen, wie man navigiert. Weil es gibt nicht hier cool eine Minimap und ich weiß sofort, wo ich bin, sondern du musst dich wirklich mit Ortsschildern und einem Kompass und teilweise sogar auch mit Sternbildern orientieren, weil das halt so riesig ist. Du musst aufpassen, was du isst. Du musst essen die ganze Zeit. Du musst aufpassen, dass du nichts Verdorbenes isst, sonst wirst du krank. Und dann gibt es ja auch noch, wie der Name schon sagt, was in den letzten Jahren immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist: es gibt natürlich auch Zombies auf dieser Insel. <laughs> Das heißt, wenn du da einfach nur so spazieren gehst, irgendwann folgen dir Zombies und du musst dich halt gegen die zur Wehr setzen. Entweder mit Nahkampfwaffen oder mit Schusswaffen. Schusswaffen sind alle total kompliziert zu handhaben. Also auch Nachladen ist voll die Aufgabe. Und wenn die Waffe halt irgendwie so ein bisschen verrostet oder dreckig wird, dann geht sie halt nicht mehr gescheit. Also alles ist mühsam. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann offenbart sich da schon gigantisch viele Möglichkeiten, also auch gigantisch viele Möglichkeiten, was so Rollenspiel angeht. Also wenn man mit anderen Leuten zum Beispiel einfach so eine Gang aufmachen will und dann man kann mit dieser Gang dann quasi auch einen eigenen Unterschlupf bauen und Fahrzeuge wieder herrichten und kann halt sagen, wir sind jetzt die Anarchisten-Sekte oder wir sind halt sonst irgendwie was und es gibt halt Voice-Communications im Spiel und ein Gestensystem. Man kann da schon sehr viel Rollenspiel mit betreiben, aber das Spiel hat nach wie vor ein gigantisches Problem und das wird jetzt nicht besser durch diese kostenlose Aktion. Es ist Unfassbar von Cheatern und Hackern verseucht. Immer noch also nach immer all den noch, Jahren. Nach all den Jahren. Es wird nicht so wirklich so viel besser. Und wenn das Spiel jetzt natürlich kostenlos für alle vergeben wird, ist natürlich auch keinerlei Nachteil, wenn man dann seinen Account gebannt bekommt, oh mein Gott, Stimmt. da macht man sich halt neu und fängt dann halt schon wieder mit dem Spielen an. Ähm, es ist vielleicht, um mal reinzuschnuppern, vielleicht erwischt ihr einen guten Server, dass ihr sehen könnt, wie dieses Spiel so ist, aber seid gewarnt, es kämpft halt nach wie vor. Mit dieser Cheater-Problematik. Dann ist es ja in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil, dass es nur ein Free Weekend ist und nicht zum Behalten, ja. Ja. weil dann die Cheater sich nicht bergeweise äh, Accounts sichern können. Ähm, aber weißt du mich, wo es eine Minimap gibt, äh, in Civ 6 Na, das ist ja <laughs> irre. Also wie gesagt, Daisy kostenlos, und ihr könnt auch Day -Z sagen, wenn ihr so drauf seid, noch bis zum 25. Mai, hoffentlich nicht so viele Cheater, aber ich fürchte, da kommen wir nicht drumherum. <laughs> äh, auch kostenlos bis zum 25. Mai spielbar ist, Arc Age Unchained. Das ist aber eine bisschen sonderbarere äh, Gratis-Version, weil mhm. das Spiel gibt's auch auf Steam, da findet aber nicht diese Version statt, äh, sondern auf der eigenen Plattform Glyph. Also, das ist ein eigener Launcher, den mhm. man wahrscheinlich noch nicht besitzt, wenn man nicht schon ein paar von diesen Spielen, die dort sind, es sind auch nicht so viele, gespielt hat. Ähm, und dort muss man dann auch einen Code eingeben, und zwar AAU Free Trial 2020 alles mhm. in einem Wort. Äh, wir haben euch auch noch mal äh, ein, ein äh, also wir können das hier noch einblenden, äh, dann, dann seht ihr das. Ähm, und der Launcher wieder komischerweise, wenn du im Launcher dir das, das Spiel einfach angehen willst, dann zeigt er dir direkt diesen Code an. Gib mhm. ihn hier ein. Also verstehe ich gar nicht, warum man überhaupt einen Code braucht, wenn der Launcher schon selber erkennt, es ist gratis gerade. Mhm. Ähm, Extra komisch daran ist noch, es gibt auch eh schon eine Free-to-Play-Version von Arc Age. Die heißt nur Arc Age und nicht Unchained. Äh, ja. Und ist nach allem, was ich so gehört habe, wohl etwas stärker so in Richtung Pay to Win. Also man kann sich halt dann mehr Sachen wir mit echt Geld kaufen. Wir haben auf dem Kanal ähm, vor einiger Zeit ein Video dazu gemacht, ähm, wo erklärt wird, was da die Unterschiede sind. Das können wir auch nochmal an ja, der Stelle Ja, Perfekt. Siehst du mal. Also, wir sind auf alles vorbereitet. Außer ich, denn ich wusste nicht mehr, dass es dieses Video gibt. Aber dafür habe ich ja dich. Ähm, und genau, also, äh, das wird in äh, der, der Anlass dazu ist, dass bald eine neue Erweiterung kommt: Garden of the Gods. Das heißt, sie wollen natürlich, dass ihr euch das Spiel jetzt mal anschaut. Ist ein äh, Online-Rollenspiel. Ähm, könnt ihr eben gerne mal reinschauen. Kostenlos. Kostet ja nichts. Äh, und so könnt ihr halt kostenlos in den Genuss der wahrscheinlich etwas angenehmeren Version des Spiels kommen. Eben aber nur bis zum 25. Mai. Dann haben wir für euch noch zwei äh, Geschenkspiele rausgesucht, die ihr dafür schon gekauft haben müsst. Also okay. <laughs> Service. Service. Unser Service-Gedanke ist ungeschlagen. <laughs> Es ist ja in den letzten Wochen, erst ist es geleakt und dann ist es angekündigt worden, dass die Mafia-Spiele nochmal zurückkommen in dieser Mafia-Remastered-Trilogy äh, oder Mafia-Trilogy. Und in dieser Trilogie enthalten ist zum einen ein komplettes Remake von Mafia 1, außerdem aber auch eine Remastered-Fassung von Mafia 2 und eine Re-Release-Fassung von Mafia 3. Das mit Mafia 1, es dauert noch eine Weile, das soll ja erst im August erscheinen, aber. Die Spiele 2 und 3 sind quasi jetzt über diese Trilogy schon verfügbar. Und wenn ihr damals schon Mafia 2 und Mafia 3 auf Steam gekauft habt, dann bekommt ihr diese neuen Versionen quasi geschenkt. Das sind jetzt keine so weltbewegenden Veränderungen, weil im Gegensatz zu Mafia 1, wo wirklich das ganze Spiel auch grafisch und inhaltlich überarbeitet wurde, sind das im weitesten Sinne einfach nur Re-Releases und Teil 2 heißt zwar Remastered, aber wirklich viel Remaster-Unterschied merkt man da nicht. Das Coole ist aber, selbst wenn ihr damals nur so die Basisversion von den Spielen gekauft habt, bekommt ihr jetzt alle DLCs von Teil 2 und 3 geschenkt. Und das ist gar nicht mal so wenig Inhalt. Die sind zwar jetzt nicht die besten DLCs aller Zeiten, aber gerade bei Teil 2 zeigen sie die Story nochmal aus anderen Blickwinkeln. Da gibt es zum einen die Episoden Jimmy's Vendetta und The Betrayal of Jimmy, wo man eben den namensgebenden Jimmy spielt und dann eben die Stadt mal mit einer anderen Spielfigur und auch einem actionorientierteren Spielprinzip erforscht. Und es gibt Joe's Adventure, wo man quasi Joe, also den Kumpel von Vito, der Hauptfigur, spielt, was dann nochmal anderen Blickwinkel auf die Geschehnisse in der Kampagne und die Zeit, in der Vito eben im Knast war, zeigt. Das heißt, das ist eine nette Zugabe. Wenn man das damals verpasst hat, kann man das jetzt eben spielen. Und ihr bekommt ja quasi auch diese Remaster-Fassung geschenkt, auch wenn da jetzt nicht mhm. so viel. Mehr passiert ist, aber es sieht ein bisschen besser aus. Bei Mafia 3 ist es ähnlich, da gibt es nämlich auch dann alle DLCs geschenkt, wenn ihr damals nur das Basisspiel hattet und das sind drei Story-Erweiterungen, nämlich schneller Baby, unerforschte Ecken und Zeichen der Zeit. Man spielt in denen aber nicht andere Leute, sondern es bleibt quasi bei der Hauptfigur Lincoln und der ähm, guckt sich eben dann unterschiedliche Geschichten an. Einmal geht es um so einen. Ein Ritualmörder, der da in New Orleans unterwegs ist. Einmal geht es um einen alten Bekannten, also einen Kriegskameraden von ihm, in dem er da irgendwie noch verstrickt ist. Und das andere hat mehr so schnelle Autoverfolgungsjagden als Hintergrund. Auf jeden Fall aber nochmal kostenloser Content. Bestimmt, ich sage jetzt einfach, ich sag einfach mal 20 Stunden mindestens mehr Inhalt, den ihr hier kriegt, wenn ihr die Spiele damals schon habt. Und lasst euch nicht irritieren, ihr könnt das kostenlos runterladen, ihr müsst das nicht nochmal kaufen. Nur bei Mafia 1, da ist es nicht so. Also, da wird dann schon nochmal wahrscheinlich eine Zahlung fällig, weil das ja ein neues Spiel eigentlich ist. Ja, da wird ja auch deutlich mehr gemacht. Äh, zuletzt, äh, ab und an wollen wir euch äh, in diesem Format auch auf äh, Free-to-Play-Spiele hinweisen, die natürlich immer kostenlos sind, aber für die es vielleicht gerade einen aktuellen Anlass gibt. Äh, und ich habe gehört, in der GameStar-Community gibt es den einen oder anderen Witcher-Fan. Was? Und. <laughs> Den könnte vielleicht interessieren, dass jetzt das Witcher-Kartenspiel Gwent auch auf Steam erschienen ist, nachdem es in der letzten Zeit allgemein ein bisschen äh, auf neue Plattformen gekommen ist. Es gibt jetzt auch Mobile-Varianten auf iOS und Android mhm. ähm, und äh, es gibt ja durchaus viele Leute, die sehr gerne darauf warten, bis Versionen von Spielen auf Steam kommen, bis sie es spielen. Deswegen wollten wir euch darauf nochmal hinweisen. Ihr könnt auch eure Accounts, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, auf GOG oder auf den Mobile-Varianten, könnt ihr das alles vernetzen, verlinken, also ihr teilt euren Fortschritt. Und Gwent ist ein interessanter Fall, sage ich mal. Das hat für Sammelkartenfans ganz klar den Vorzug, dass es mal ein besonderes Sammelkartenspiel ist. Im Sinne von, dass eigentlich jedes Sammelkartenspiel das du spielst, ist halt Magic the Gathering, aber oder mhm. halt leicht, also es ist immer du spielst Monster aus, du greifst damit den Gegner an, du haust seine Lebenspunkte runter. Gwent hat ein völlig anderes Sammelkartenspielprinzip, dass du auf deine, deine Feldreihen Karten legst und deine eigene Punktzahl erhöhst, um am Ende der Runde mehr Punkte zu haben als der Gegner. Es geht gar nicht darum, irgendwie Lebenspunkte anzugreifen oder sowas, sondern deine eigene Punktzahl zu erhöhen. Das finde ich erstmal sehr lobenswert, dass ein Spiel mal ein bisschen was Eigenes einfach versucht in diesem Genre. Ähm, es hatte aber auch so einige Probleme im Lauf seiner Entwicklung. Es wurde recht oft ziemlich fundamental umgeschmissen äh, und nicht alles, da, also. Mit jedem, jeder dieser Veränderungen hat es manche alten Fans verloren, durchaus auch neue gewonnen. Ähm, man hat aber den Eindruck, also CD Projekt Red ist offensichtlich ähm, entschlossen, das Ding weiter zu unterstützen. Das sieht man daran, dass jetzt Mobile-Versionen kamen, dass jetzt auch auf Steam kommt. Gleichermaßen habe hab ich so ein bisschen als... Aus zynischer Sicht vielleicht den Verdacht, wenn es auf GOG mega erfolgreich wäre und Leute auf ihre eigene Plattform dadurch treiben würde, ja. würde es vielleicht auch gar nicht auf Steam kommen. Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Versuch, halt, man weiß zum Beispiel auch, dass die Singleplayer-Version Thronebreaker, die richtig gut war, kein großer Erfolg war. Die ja. kam dann auch später auf Steam. Ähm, also, Gwent ist nicht ganz der Sammelkarten-Hit geworden, den man sich, glaube ich, erhofft hat. Ist auch dann nicht auch ein schlecht. umkämpftes Feld, ne? Ein, ein sehr umkämpftes. Ähm, also ich, ich zum Beispiel bin halt einfach bei Magic the Gathering bei Arena. Das heißt, das, mich kann es schon nicht mehr kriegen. Jetzt hat League of Legends auch noch seinen Hut in den Ring geworfen. Ähm, hart umkämpftes Feld und Gwent war eben auch kein unproblematischer Mitstreiter, sage ich mal, in diesem Kampf. Ähm, aber es ist ein ungewöhnliches Spiel. Es hat tatsächlich auch sehr schön, sehr viel Witcher-Atmosphäre. Also die Karten-Artworks sind fantastisch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Blick wert, glaube ich. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwann dann aufgehört habe und mich anderen Kartenspielen zugewandt habe. Jetzt gucke ich, guck ich mir das jetzt auch mal an, weil ich habe tatsächlich ganz Witcher 3 durchgespielt und nur wenn ich musste, Gwent gespielt, weil ich es sonst gehasst habe. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht, nicht richtig verstanden. Dann bist du ja genau die Zielgruppe. Gwent-Hasser, die es damals schon doof fanden, äh, sind bestimmt <laughs> die Leute, die das jetzt äh, holen wollen. Ja. Äh, Genau, ansonsten äh, gibt es noch weitere gratis Spiele, die hat der liebe Kollege Miguel auf gamestar.de für euch zusammengefasst. Wir beschränken uns hier mal auf die wichtigsten, es gibt aber noch mehr, da könnt ihr also den Artikel verlinken wir euch auch. Könnt ihr mal äh, reinschauen? Und ich glaube, ich habe Michi gerade abgeschnitten. Er wollte noch was sagen, während ich schon hochprofessionell zu Abmont übergehen Nö, wollte. Ich, ich wollte nur sagen, das reicht ja jetzt auch. <laughs> <Mit bestimmten lacht> ja, äh, dann äh, hab, bin ich dir quasi schon vorweggekommen. Äh, genau. äh, dann, Michi, sage ich dir vielen Dank äh, für deine Einschätzungen, für deinen toll zurechtgelegten Einstiegsspruch. Also, ich finde, davon können sich Fritz und ich beide noch ein Scheibchen abschneiden. Ich, ich habe Autoren für sowas. Das, das <laughs> Sehr gut. Kannst du mir deren Adresse vielleicht mal geben? Ich würde ich, da auch ich verknüpfe gerne mal. Euch, ja. Sehr gut. Dann äh, werde ich jetzt nächstes Mal viel eloquenter daherkommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Danke fürs Zuschauen. Danke Michi äh, fürs Mitmachen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt Tip 6 spielt oder wenn ihr jetzt auch nicht spielt, nächsten Dienstag 16 Uhr haben wir hier einen tollen Livestream. Schaltet auf jeden Fall ein. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach spätestens dann. Genau. Tschüss. Adios.